Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier bei The Witcher Wild Hunt. Wir haben gerade ein kleines Problem. Wir müssen auf jeden Fall was zum Essen finden, denn wir müssen uns heilen. Und wir haben eine ganze Menge Sachen dabei. Vielleicht kann man ja davon irgendwas essen oder so. Hä? Hier, guck mal. Ertrunkenen Gehirn will ich jetzt nicht gerade essen. Das ist ein bisschen eklig. So. Wir müssten also mal einen Händler finden, damit wir uns heilen können. Oder wir müssten meditieren. Das geht ja auch. Was ist los? So, wir sollen hier oben nach dem Fundort der Leichen suchen. Das ist dann noch weiter in die Richtung. Aber hier hinten war ja auch eben irgendwie großes Geschrei, als wir vorbeigeritten sind. Ich glaube, ich gucke erstmal da bei dem Kampf. Was macht sie denn da hinten? Hier war irgendwie Kampf eben, als wir vorbeigeritten sind. Dingswiderlich. Alles wieder ruhig, oder? Los, los! Mach langsam! Na gut, dann machen wir doch mit unserer Aufgabe weiter. Langsam. Finde den Fundort der Leiche. Hey. Komm! So, jetzt geht's hier ein bisschen in den Wald hinein. So, und hier sollen wir... Langsam. Hier soll's... Huh. Was habe ich denn jetzt gegessen? Habe ich jetzt dieses eklige... Mann. Wolfsleder und so. Hier drin soll der wohnen. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Na, super. Verwende deine Hexersinne, um den Jäger zu finden. Da müssen wir also hier hinten anfangen. Verschlossen benötigt einen Schlüssel. Hier sind Spuren. Also er ist hier entlang gegangen. Achso, die müssen wir untersuchen immer. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Ja, ich vergesse das immer. Man muss nämlich immer wieder untersuchen, um damit es weitergeht. So, hier lang. Hoffentlich ist er nicht zu weit weg und hoffentlich schießt er nicht gleich auf uns. Wer glaubt, wir sind ein Reh oder sowas. Aha, sieh an. Bist du Mislav? Psst! Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Gefährlicher als Wölfe, bitte? Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Das ist leider zu befürchten, ja. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber... ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm.
Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und Menschen leidenschaftlich hassen. Zu spät. Noch ein Angriff. So, wir haben ja immer noch das Problem, dass wir keine Nahrung haben, deswegen können wir uns auch nicht heilen. Das ist halt echt schlecht. So, es hat leider jemand erwischt. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. So. Es war wovor? Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Der Graf. Ja, ja. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Stufe 2. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Ja. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. So, ich würde sagen, wir müssen erstmal alles hier untersuchen mit unseren Hexensinnen. Was ist hier passiert? Der Boden passiert? Ist schwarz, gesättigt mit Blut. Halt, zurück. Da können wir was untersuchen. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ein Lager?
Da waren Fußspuren, ich habe sie gesehen, aber ich will erst nochmal hier gucken. Und irgendwas knurrt hier in der Umgebung. Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert, wohl Nilfgaarder. Dann schauen wir doch mal, wo sie hingehen. Oh, das war die Schnellreisen-Funktion. Nee, das wollten wir nicht. Okay, springen wir's. Springen wir mal darüber. Nein, du musst schon ein bisschen mehr Anlauf nehmen. So, wo gehen jetzt die Schritte hin? Die gehen... Gehen hier hoch, oder was? Okay. Kommt von da oben. Gehen sie denn hin? Kommen von hier drüben oder was? Oder kommen die? Kommen von da oben? Ah, von da drüben. Über die Schlucht springen. Ach, da steht's ja auch. An Vorsprüngen festhalten. Wenn du über eine breite Lücke springst, halte deine Leertaste gedrückt, um dich am Vorsprüngen auf der anderen Seite festzuhalten. Okay, versuchen wir das dann mal. Sollen wir noch mal mitnehmen? Ja, das war klar. Ich habe meine Spur verloren. Da. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Da oben, oder was? Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Der Greif ist ja schon tot. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Wunden untersuchen. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Alter bestimmen. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Art bestimmt. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Zurücktreten. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Okay.
Aber ich würde sagen, wir untersuchen hier nochmal ein bisschen. Kampfvorbereitung. Das haben wir schon gelesen. Hier ist ein Meistergegenstand. Das klingt ja schon mal ganz gut. Seine königliche Majestät Emhyr van Emrys. Okay. Nützliche, gewöhnliche Gegenstand. Kronen. Wir nehmen natürlich alles. Aha. Okay, jetzt ein bisschen verbrannt. Was zu finden. Das können nur Menschen getan haben. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Da kommt noch ein bisschen Zeugs zusammen. Eine mal größere Umgebung absuchen und mal gucken, ob wir hier vielleicht noch, da liegt noch was. Ah ne, den haben wir schon. Sollen wir den nochmal untersuchen? Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Gut, dann müssen wir jetzt zur Kräuterfrau, nachdem wir das rausgefunden haben. Ach so, ja stimmt. So, ui. Warum ist die Brücke kaputt? Wir können uns auch natürlich Blitze einfach herrufen. So, mal gucken, ob wir die Kräuterfrau jetzt schnell finden. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. So bin ich halt. Ach nein, da drüben. Doch, jetzt hier. Ach ja. Ach. Komm jetzt. So, ich pack mal hier. Los, ich glaub, das lauf! Ist... Nein, nicht lauf. Absteigen. Ach, jetzt hab ich die... Oh mein Gott. Der Geralt, der frisst einfach alles. Aber gut, jetzt sind wir wieder geheilt. Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. War das der Greif? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten.
Ich töte den Greif. Es wird kein Opfer mehr geben. Ich könnte versuchen, ihr zu helfen. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil wenn sie das nicht verträgt, auch wenn sie auf jeden Fall stirbt. Ich brauche Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard mag Ordnung. Nilfgaard schätzt eines: Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Dann versuchen wir mal den Kreuzdorn zu finden. Der wächst also an einem Fluss. So, dafür gehen wir mal. Okay, eigentlich nur in diese Richtung. Kommt Blitze da hoch. Gut. So, dann versuchen wir jetzt schnell mal das Zeug zu finden. Hier geht's runter zum Wasser. So, hier können wir, glaube ich, parken. Ich sehe auf jeden Fall kein Parkverbotsschild. Dann schwimmen wir mal raus. Halte umgedrehtes Fragezeichen gedrückt, um schnell zu schwimmen. Ich habe keine Ahnung, was umgedrehtes Fragezeichen ist. Was zum Teufel ist denn bitte umgedrehtes Fragezeichen? Tauchen mit C. Das war nicht umschalten. Ach, das war's schon, oder was? Nochmal Kreuzdorn gesammelt. Muss man jetzt. Ach, da ist mein Sauerstoff. Ja, ist okay. Mal gucken, ob wir noch mehr finden, wo wir jetzt eh schon tauchen. Hier sind Reusen. Komm, einmal nehmen wir noch mit. Jetzt tauchen wir lieber auf, weil ich nämlich nicht weiß, wie lange er braucht, bis er oben ist. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. So, den Kreuzdorn hätten wir gefunden. Und als nächstes müssen wir zu Wesemir, aber das machen wir in der nächsten Folge, denn die Zeit ist leider schon wieder um. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge geht es weiter mit unserer Suche nach dem Greif. Bis dahin sage ich, macht's gut,
und bis morgen.